Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video zu GTA Online, denn heute ist wieder eine neue Eventwoche und wenn eine neue Eventwoche ist, ist es meistens auch ein neues Fahrzeug und Leute, das ist auch dieses Mal so, denn heute haben wir ein neues Fahrzeug namens Vetier bekommen. Vetier könnt ihr für ca. 1,6 Millionen GTA Online-Dollars auf Raw Stock kaufen, außer ihr habt es tatsächlich geschafft mit einem Fahrzeug beim Perico-Heißüberfall auf das Anwesen zu kommen, mithilfe dieses Fahrzeugs, denn dann kriegt es natürlich günstiger, dann spart ihr um die 400.000 GTA-Dollars. Aber egal, wollen wir erstmal gucken, ob das Fahrzeug überhaupt sein Geld wert ist. Und Leute, Achtung, Spoiler, nein, es ist überhaupt nicht. Denn das Enttäuschende an diesem Fahrzeug ist einfach, es ist ein Pegasus-Fahrzeug. Und ihr denkt so, okay, warum ist das jetzt enttäuschend? Das meine, ist halt dann so. Nein, eben nicht, Leute, denn das Fahrzeug war eigentlich ursprünglich als Garagenfahrzeug geplant. Also Leute, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber generell ist es so, dass Rockstar Games tatsächlich beim Update bzw. kurz vorm Release noch ein paar Sachen geändert hat. Das bedeutet, Sachen wieder rausgenommen haben oder wirklich verändert haben. Und eins dieser Sachen ist dieses Fahrzeug hier. Das Fahrzeug ist hier ein Pegasus-Fahrzeug, war eigentlich einfach mal als Garagenfahrzeug geplant und auch als tunbares Fahrzeug. Wir hätten mit diesem Fahrzeug in LS Customs fahren können, so wie den Winky. Aber Leute, warum auch immer haben sie sich dagegen entschieden. Wir wissen nicht warum, aber egal. Und selbst wenn wir dieses Fahrzeug versuchen, jetzt mit dem Giftcast to Friends in unsere Garage zu glitschen, nein, geht leider nicht, beziehungsweise vielleicht müssen wir noch ein paar andere Schritte da zusätzlich machen, aber ich habe es in mein MOC reingeglitscht und es ist sofort despawned und es ist weg. Das ist immer ein Anzeichen dafür, dass es jetzt auf der Blacklist steht, deswegen können wir das Fahrzeug auch nicht in der Garage tun, auftunen oder sonst irgendwas. Es ist tatsächlich jetzt ein normales Pegasus-Fahrzeug. Aber gut, Pegasus-Fahrzeug hin oder her, was kann das Fahrzeug denn? Naja, es ist natürlich wieder ein Truppentransport, das bedeutet, ihr könnt bis zu 10 Personen in einem Auto mitfahren. Also ein Fahrer und 9 Beifahrer. Das ist eigentlich ganz normal wie beim anderen Militär-LKW, den wir schon in GTA Online haben. Abgesehen davon, dass dieser hier natürlich deutlich teurer ist als der alte Militär-LKW, der, ja, moderner ist, um es mal so auszudrücken. Aber egal, ich mag ja den Vintage-Style. Was gibt es denn sonst noch an diesem Fahrzeug? Naja, das einzig Lustige an diesem Fahrzeug ist tatsächlich, dass die Fahrphysik sehr, sehr lustig ist. Und zwar, wenn ihr seht, wenn wir mit dem Fahrzeug in der Kurve irgendwie zur Seite kippt, der kippt nicht so schnell vom Reifen. Beziehungsweise kann wieder ganz schnell auf die Reifen kommen. Es ist schon sehr belustigend, aber Leute, ganz klar, für 1,6 Millionen, ja, das ist, der Preis ist absolut nicht gerechtfertigt in diesem Fall. Deswegen Leute, ganz klar, kann ich euch jetzt schon mal sagen, kauft dieses Fahrzeug nicht. Es bringt euch gar nichts, also wirklich. Es ist vielleicht ein cooles Fahrzeug, aber dafür, dass es nur ein Pegasus-Fahrzeug ist, ist es dieses Geld tatsächlich rausgeschmissen. Ich meine, was wollt ihr denn mit dem Fahrzeug machen? Abgesehen mal in der Open Lobby damit rumfahren, wo ihr eh mit einer Oppresse abgeschossen werdet, denn es hält natürlich auch nur eine Explosion aus. Deswegen würde ich euch hier tatsächlich einfach raten, kauft es einfach auch nicht. Spart euch das Geld, kauft euch davon vielleicht einen Supersportwagen oder sonst irgendwas. Weil für das Geld kriegt man schon richtig gute Fahrzeuge. Aber gut, Leute, das war es jetzt eigentlich auch schon von mir zu diesem Fahrzeug. Wie man hört, bin ich an sich sehr enttäuscht über dieses Fahrzeug. Ihr könnt ja mal selbst in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Fahrzeug denkt. Also ich finde es einfach tatsächlich einfach Müll. Aber egal, Leute. Hauptsache, wir haben neuen Content in GTA, würde ich mal sagen. Aber ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Euer Bombard. Ciao.